So, hallo und herzlich willkommen nochmal zu Planes, Ballads and Vodka. Und jetzt könnte man sagen, okay, das hat der Tavo doch schon mal gespielt. Das ist richtig, allerdings, ja, gab es den Wunsch, dass ich tatsächlich nochmal eine Runde davon spiele und vielleicht versuche, ein bisschen weiterzukommen. Wobei, das war mit dem Wunsch, muss ich sagen, nicht verknüpft. Ne? Also dafür gibt es keine Garantie. Ich habe es jetzt allerdings eben schon mal getestet und interessanterweise ist meine Audio wieder krachen gegangen. Ja, es irgendwie muss mit dem Spiel zusammenhängen, weil das habe ich eigentlich sonst fast nie, dass meine Sprachaudio krachen geht. Ja, ich habe es aber, wie gesagt, schon mal getestet und bin ein bisschen weitergekommen als bei unserer, ja, Vorstellung, kann man sagen, Let's Play zu so einem kurzen Spiel, ich glaube nicht. Sagen wir mal Spielevorstellung. Es geht also auf jeden Fall weiter und es kommt auch noch ein bisschen mehr Variation rein, wenn auch nicht sehr viel mehr Tiefe natürlich, ne? Das Spiel ist halt, ja, so ein ganz normales Shoot'em-up. Aber wir werden später noch Seitenpassagen haben, andere Flugzeuge und natürlich auch mehr Schüsse. Wobei ich nicht weiß, wie weit das geht. Ich versuche jetzt hier die Sachen sozusagen immer so einzusammeln, wenn sie auf mich zukommen und nicht zu sehr hinterher zu sprinten, damit ich da nicht in die Gegnermassen sozusagen reinfliege. Und ich versuche die Gegner auch quasi ein bisschen von der Seite zu erwischen, damit ich nicht in deren Schüsse rase. Und ja, wir gucken mal, was so auf uns zukommt. Es ist natürlich auch sehr abhängig von den Power-Ups, die man hier bekommt. Wie weit man kommt, habe ich festgestellt, weil, ja, wenn man jetzt nur Mist bekommt, dann hat man halt Pech, wenn man so eine Durststrecke hat oder gerade nichts trifft, weil man es ungünstig trifft. Hat natürlich auch was mit Skill zu tun. Der ist aber meist höher, wenn man aufnimmt ohne, oder wenn man spielt ohne aufzunehmen. So. Ne? Weil wenn man dann dabei redet, dann ist die Konzentration ja doch immer, gerade für solche schnellen Spiele, nicht so extrem vorhanden. Was man ja vielleicht auch bei Doom sieht, wenn ich dann mal wieder irgendwo runterspringe. Und man sich denkt, oh Gott, warum tut er das? Warum springt er da runter? Da muss man doch nicht runterspringen. Ja, Leben sollten wir einsammeln, das macht irgendwie Sinn. Und wir sollten auch versuchen, nicht in gegnerische Flugzeuge zu rasen. Dann kommen wir vielleicht auch weiter. Mal schauen. Also wäre ja schön, wenn wir zumindest zu den Flugzeugen kämen, die ich eben gesehen habe. Da kommen nämlich noch so Jets. Jets und Bomber. Und manchmal werfen die so einen komischen Eimer ab. Ich habe aber noch nicht herausgefunden, was dieser Eimer tut. Ja, darauf verzichten wir mal, die anzugreifen. Die schießen mir zu viel. So. Ja, hier schießen alle viel. Ich schieße auch viel. Leider verschwinden die Power-Ups manchmal außerhalb des Bildschirmbereichs. Ich glaube, das ist so gedacht, damit man halt nicht unendlich diese aufsammeln kann. Aber ja, der Schuss ist sehr gut, weil jetzt, guck, da ist ein Eimer. Siehst du den Eimer? Und dann wackelt nämlich alles wie irre. Ich weiß nicht, was er sonst noch tut. Oh, wir streifen da am Rand. Gefährlich am Rand. Das ist nicht gut. Jetzt brauchen wir langsam Leben. Abgesehen davon wird es nach einiger Zeit irgendwie unübersichtlich. Das haben solche Spiele natürlich so an sich. Diese Shoot'em-Ups. Aber ich finde, das Auge ermüdet sehr schnell. Wenn man diese eintönigen Hintergründe hat, dann hat man irgendwann das Problem, dass das Auge da irgendwie so mitgleitet. Das ist ganz komisch. Ich kann das nicht beschreiben. Aber ja, ich verliere dann den Fokus sozusagen. Oh, jetzt wird es kritisch für uns. Jetzt sind wir nämlich schon down. Ah, wir machen einfach nochmal weiter. Ich will das jetzt nicht zu lang werden lassen, natürlich, ne? Wir machen jetzt hier nicht ein stundenlanges Let's Play draus. Das macht, denke ich, keinen Sinn. Dafür bietet das Spiel einfach nicht genug Tiefe. Und es sind so viele andere Dinge, die man aufnehmen kann. Aber es macht auf jeden Fall für zwischendurch Spaß. Ich kann da nicht so viel Negatives gegen sagen. Ist halt so ein klassisches Spiel. Ne? Man kann sich das ja mal, ja, mal anschauen, wenn einem das interessiert. Das ist nicht besonders teuer. Ich glaube, das kostet ein paar Cent oder so. Hoffe ich zumindest. Und das ist es, denke ich, auch wert. Wenn man dann da ein bisschen die Highscore vergleichen möchte. So wie damals in der Spielhalle. Nur, dass es in Deutschland eigentlich nicht besonders viele Spielhallen gab. Aber wie auch immer. Dann kann man das hiermit natürlich tun. Das klassische Prinzip greift. Man kann gucken, wie hoch ist meine Highscore und wie hoch ist die Highscore von meinen Bekannten. Ich denke mal, das wird man auch über Steam wahrscheinlich dann einsehen können. Vermute ich mal. Ich habe jetzt mal nicht gepublished. Zumindest nicht bewusst. Aber ja, schauen wir mal. So, ich muss jetzt gucken, dass ich hier gerade am Anfang eigentlich ein bisschen mehr Power-Ups bekomme, weil wenn man das jetzt hier am Anfang nicht macht, wird es ja später nicht leichter, denke ich mal. So, das heißt, ein bisschen Konzentration muss ich mir dann doch schon mal gönnen und versuchen zumindest ein paar Flugzeuge auch mal abzuschießen und nicht nur quasi so auszuweichen. Ich weiß gar nicht, ob man das durchkriegen kann, wenn man nur ausweicht, aber das wird die Highscore vermutlich nicht in ungeahnte Höhen katapultieren. So, ich wollte jetzt eigentlich nicht hinter den Power-Ups hinterher, weil das in der Regel gefährlich ist. Aber manchmal greift die Verlockung. Abgesehen davon verschwinden sie dann ja irgendwann. Und das wäre ja auch blöd. Zumindest Leben sollten wir irgendwie bekommen und Schild macht irgendwie auch Sinn.
So, das Leben da kommt wahrscheinlich so auf uns zu. Das können wir einfach so an uns nehmen. Das vermutlich ebenfalls. Und die Flugzeuge sollten wir nicht rammen. Das ist halt Mist, wenn man es tut. So, da ist ein Schild. Schild ist auch super. Das verzeiht dann einfach ein bisschen mehr. Hat man ja eben schon gesehen, wir sind in so eine Schrägpassage gekommen. Die werden später noch ein bisschen ausgeprägter und es kommen, wie gesagt, noch andere Flugzeuge, Jets. Ich weiß gar nicht, ob man das jetzt eben schon gesehen hat. Ich weiß halt auch nicht, ob ich dazu jetzt komme. Wie gesagt, ich hatte eben schon mal eine Aufnahme, aber dieses Spiel scheint die Eigenschaft zu haben, irgendwie mit meiner Audioaufnahme zu interagieren und ja, die ist dann halt einfach weg. Das hatte ich bisher seltenst. Aber gut, ich habe jetzt die Audioaufnahme extra nochmal danach gestartet und hoffe, dass das das Problem behebt. So, aber trotzdem kommen wir jetzt leider nicht so weit wie eben. Ist natürlich unschön, aber gut. Hilft halt nichts. Kann man halt nichts machen. Die optimalen Aufnahmen hat man leider immer dann, wenn es keiner sieht. Ist natürlich auch eine sehr komfortable Situation. Da kann man dann natürlich behaupten, es war ganz toll, wenn es gar nicht toll war. Nee. Das ist natürlich dann einfach. So, jetzt krache ich hier überall gegen. Blöd. Blöd, aber nicht zu vermeiden. So, vielleicht sollten wir mal übertreffen. Es wäre natürlich auch ganz wundervoll, wenn wir jetzt mal wieder einen schöneren Schuss bekämen. Aber da ist schon mal der dicke Schuss. Der ist schon mal gut. Das ist nämlich ein One-Hit bei den Flugzeugen. So, immer ein bisschen von der Seite kommen. Den da. Okay. Ja, jetzt geht's ab. Bisschen Konzentration und, na, vielleicht auch einmal ein bisschen schneller. Vielleicht einfach mal ein bisschen schneller spielen. Das ist so wie, wenn man arbeitet. Arbeite doch einfach mal ein bisschen schneller. Dann kriegst du deine Arbeit auch schneller fertig. Ja, ich würde sagen, tatsächlich, wir belassen es dabei, weil, wenn man weiterkommen will, dann kann man ja auch einfach selber spielen. Ist vielleicht auch eine schöne Sache. Und, wie gesagt, das Spiel ist, glaube ich, nicht teuer. Also, guckt es euch mal an, wenn ihr wollt. Und, ja, spielt es einfach und schaut mal, ob ihr eine höhere Highscore bekommt. So, ich habe jetzt hier eine Score von 4000. Da unten sieht man meine Highscore von dem höchsten Spiel. Das war wohl 196.000. Oder das ist die All-Time-Highscore. Kann natürlich auch sein. Ja, an dieser Stelle erstmal vielen Dank fürs Zuschauen bei dieser kleinen Intermezzo-Folge sozusagen. Und wir sehen uns bei einem echten Spiel das nächste Mal wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann. Tschüss.